Hey, guten Tag, willkommen zurück bei einer neuen Episode von Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Es geht weiter mit dem Kampf gegen Genesis. So. Phase 1 haben wir schon hinter uns gebracht, jetzt folgt Phase 2, der Kampf gegen ihn selbst. Dann Avatar haben wir erfolgreich besiegt. Er ist doch eine etwas härtere Nuss. So, Glückssterne gönnen wir uns mal direkt. So, das wär's für Genesis. Shinra attacked us. Save your strength. I got some help from him over there. It's you. Director! Thank you.
Okay, let's eat. Sorry, I'm not the real thing, but... Is it good? Yeah. The gift of the goddess. This apple? I wish I knew where you were. It's already been 4 years now. This is the 89th letter that I've sent to you, but I don't even know where to send them anymore. I really hope that this final letter that I'm writing gets to you. By the way, the flowers are selling very well. They make everyone so happy. Thanks to you, Zach. Aerith. 4 years? What do you mean, final? You're gonna make it too. You got that? This must be an important matter if they are sending the two of us. Apparently the subject will become our brother. Is that so? But will he accept his fate willingly? Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. To become the dew that quenches the land, to spare the sands, the seas, the skies, I offer thee this silent sacrifice. Sisne! The army's mobilizing.
Find the targets before they do. Understood. The army won't be as subtle. I want them alive. You hear me? You're going to save Zack's life. Of course. I haven't even told him my real name. Help them. Sisne, I have letters for Zack. 88 of them. I'm just kidding. You know I wouldn't do that to you. We're friends, right? They can't be serious. There's no way we're gonna find two needles in a haystack this size. There's no mission that's impossible for the Turks, yeah. Also, Sung apparently has something to give him. Who? The target? So we're couriers now. Delivering packages to fugitives, huh? Boy, oh boy. The price of freedom is steep. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. Come and get it! Activating combat mode. Hey, Alter, wie episch ist das alles nur noch? Und alle Sequenzen, die ich auch schon kenne. Mega gut. Okay, müssen wir jetzt alle Soldaten aufhalten. Was ist jetzt?
Die BW-Matrix spielt verrückt. Frag mich, was jetzt eigentlich mein Ziel ist. Muss ich durchhalten oder irgendwann sterben? Das ist halt das Mysterium, was nie gelüftet wurde, so wirklich in der Hauptquest von beziehungsweise Final Fantasy VII. Was jetzt eigentlich mit Zack passiert ist. Also am Ende von Final Fantasy VII, dem Remake, sieht man halt auch, wie Zack Midgar wieder zurückkehrt. Also die Frage, ist das jetzt das hier? Ich kann noch weitermachen, bis meine Tränke aufgebraucht sind. Das geht natürlich auch. Kann ich die auch zerstören, die Hubschrauber? Nee. Ein HP noch. Also irgendwie hat dieser Endkampf was, also der Kampf gegen diese ganzen Shinra-Infanteristen. Noch mit den Einblendungen. So, das soll das jetzt heißen, dass die jetzt verschwinden. Bildschirm wird dunkel. Oh nein! Was passiert? Ich sehe nichts. Ich bin immer noch im Geschehen. Hilfe! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hä? Hallo Spiel? Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Haut ab. Ich habe keine HP-Anzeige, ich habe gar nichts mehr. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich von Aerith wiederbelebt. Hello. Don't worry. That's right. But wanna hear? Not scary at all. Stuff? Will I see you again? I'll be here.
For the... both of us. Both of us? That's right. You're gonna... live. You'll be my living legacy. My honor, my dreams. They're yours now.
say I became a hero? Oh boy, das war's. Wir sind durch. Das war das letzte Kapitel von dem Remake von Crisis Core Final Fantasy VII. Einfach geil. Und ja, ich weiß jetzt, am Ende gab es nur noch viel Cutscene-Geballer, aber klar, das muss ja auch zu einem logischen Ende geführt werden. Und das leitet ja im Prinzip so ein bisschen dann die Storyline ein von Final Fantasy VII. Und ja, falls ihr das Original noch sehen möchtet, das habe ich auch durchgespielt, findet ihr ebenfalls auf meinem Kanal, plus natürlich das Remake zu Final Fantasy VII. Also Final Fantasy VII Content, Loch und Löcher könnt ihr euch bei mir reinziehen, wenn ihr das möchtet. Ich fand's von der Storyline her echt gut. Ich finde Zack als Charakter auch sehr, sehr angenehm. Ja, auch die ganze Storyline von Sephiroth vor allem wurde hier nochmal erweitert, weil in Final Fantasy VII kommt er ja vor, aber eigentlich relativ kurz, wenn man so will. Also den meisten Content mit ihm haben wir eigentlich mehr so gegen Ende. Und das ist ja auch nicht verkehrt, aber ja, man merkt eindeutig so ein bisschen, dass das zurückgehalten wurde und dass hier mehr über seine Backstory erzählt wird, ne? Also zumindest ein Teil davon. Bis wir dann halt sehen, wie er komplett durchdreht und mit Magdor-Reaktor in Nibelheim Genova mitnimmt, zumindest in ihren Kopf. Und das Ganze wird ja dann in Final Fantasy VII halt weitergeführt. Also hier wird so der Grundstein gelegt für die Geschichte, die wir in Final Fantasy VII im Prinzip bekommen. Komisch finde ich es nur, dass Cloud sich dann nicht mehr wirklich an Zack erinnert, zumindest dass es nicht irgendwie thematisiert wird, dass er halt auch dann wiederum ein etwas kälteres, abgebrühteres Gemüt hat in Final Fantasy VII, was in dem Fall jetzt in diesem Spiel nicht so wirklich der Fall ist, aber wir haben ihn ja auch nur so ein bisschen kennengelernt. Das heißt, die meiste Zeit haben wir ja wirklich mehr mit Zack verbracht und mit Aerith. Und man hat ja Aerith auch gesehen, sie hatte schon die ganzen, schon ihre Klamotten an, die wir aus dem Final Fantasy VII Original oder dem Remake halt kennen. Ja. Was gibt's Abschließendes noch zum Spiel zu sagen? Also, das Spiel ist, wie ich schon angewähnt habe, mehr dafür ausgelegt gewesen, damals halt unterwegs zu zocken. Darauf wurde auch dementsprechend der Grundstein gelegt und das Spiel programmiert und designt. Bin ich jetzt so für den PC trotzdem nicht schlecht zum Spielen. Ich glaube, auf der Switch ist sowas, glaube ich, eher besser aufgehoben, muss ich sagen. Es gibt ja auch eine Switch-Version von diesem Spiel. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat mir die Story auf jeden Fall sehr gut gefallen. Da muss ich sagen, geiles Ding, da ich sie selber ja noch nicht gespielt hatte. Und ja, Zack stirbt, okay. Ich glaube, das wusste ich auch noch. Hatte auch sein können, dass ich vielleicht da nochmal ein Irrtum auferlegen bin. Aber ja, doch, es ist so, er stirbt. Und da reicht das Bastardswort dann quasi an Cloud weiter. Und ja, Cloud hat es ja von ihm im Prinzip. Und Zack hat es wiederum von Angel. Das wurde halt weitergereicht, immer weiter. Was das Kampfsystem angeht, ja, wie gesagt, finde ich so das Kampfsystem von dem Final Fantasy VII Remake dann doch ein bisschen besser. Muss aber mal sagen, man kommt mit dem Kampfsystem gut zurecht. Das ist jetzt nicht schlecht, das ist mehr Action-based und halt auch immer, dass du in einer Arena bist mit Gegnern und ja, dann kämpfst du so lange, bis sie besiegt sind und dann bekommst du halt dementsprechend deine Punkte oder halt Materie oder anderweitige Items. Was die Grafik angeht, muss ich sagen, ja, ist okay. Ist für den Titel echt eine gute Verbesserung, wenn man sich das Original ansieht. Jedoch muss ich sagen, dass die Animationen hätten nochmal ein bisschen mehr überarbeitet werden können. Also wenn er zum Beispiel irgendwie seine Kniebeuge macht und sowas, sieht schon so ein bisschen strange aus, so ein bisschen albern. Ich meine, das gehört auch vielleicht so ein bisschen dazu, aber das kommt auch so ein bisschen aus dem Original. Und wenn man sich das Original Final Fantasy VII anschaut, das, ja, diese eckige, kantige Polygon-Grafik und dass die Charaktere so ein bisschen over the top sind, das gehörte damals halt so ein bisschen dazu und wie gesagt, das Original kenne ich nicht, aber ich denke mal, sie haben es halt wirklich nur optisch aufgehübscht und die Musik ein bisschen angepasst. Aber ja, auch dass sie die Filmsequenzen nicht nochmal irgendwie wirklich neu gemacht haben, beziehungsweise man sieht, sie sind ein bisschen hochskaliert und das war's halt. Finde ich halt sehr schade, weil die halt wirklich im Vergleich zur Spielgrafik sehr matschig wirken. Und das ist was so, das, oh,
für den Titel und was der an Geld kostet, da hätte ich auch in dem Fall ein bisschen mehr erwartet. Aber grundlegend muss ich sagen, es ist auf jeden Fall eine solide 7 von 10. Also das Spiel kann man sich durchaus anschauen. Ist auf jeden Fall für jeden Final Fantasy 7 Fan oder jeder, der die Final Fantasy Reihe mag, auf jeden Fall ein Spiel, was man gespielt haben sollte. Jedoch muss ich sagen, die Kämpfe sind nicht so wirklich geil inszeniert. Also nicht so wirklich jetzt zum Beispiel die Kämpfe im Final Fantasy 7 Remake, vor allem gegen Ende, gegen Sephiroth. Das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Aber ja. Und da wir halt keine anderen Kumpanen haben, also keine anderen Leute, die mit uns unterwegs sind, nur Zack als Charakter haben, fehlt mir halt auch so ein bisschen Charakterdynamik. Die haben wir im 7er Teil natürlich, da wir eine große Gruppe von Personen haben. Ich meine, das wird jetzt im 2. Teil vom Remake nochmal deutlich, hoffe ich, deutlich mehr werden, da wir dann natürlich auch noch andere Charaktere kennenlernen, unter anderem halt Rex 13, dann Sid natürlich und so weiter. Juffy gibt's im Remake, dem PC- und PS5-Ableger. Ich fällt gerade der Untertitel nicht ein. Ich glaube, es war Integrate, genau. Da gab es nochmal eine Zusatzepisode mit Juffy und ja, ist interessant gemacht, glaube ich. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es gibt ja noch, wie gesagt, viele andere Charaktere, die wir noch im Laufe des Spiels kennenlernen werden. Daher bin ich mal gespannt auf diesen Teil, aber mir hat das Spiel auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht. Die Missionen sind mehr so Mittel zum Zweck, um seine Level zu steigern, plus Materie zu farmen oder anderweitige Gegenstände, um sein Repertoire ein bisschen aufzumotzen. Aber grundlegend muss ich sagen, tun die Missionen ihren Zweck, sind aber jetzt auch vernachlassbar. Also man muss sie nicht unbedingt machen. Und ich finde, 300 Missionen sind ein bisschen viel. Es ist halt mehr so, ja, du kannst auch viel Zeit mit dem Spiel verbringen, Missionen machen und Items farmen, aber es bringt halt nicht viel. Also außer, wie gesagt, die EP und Materias und Ausrüstungsgegenstände kommt nicht viel bei rum. Aber wir bekommen keine andere Waffe wie in dem Final Fantasy VII Hauptspiel, die wir ausrüsten können, sondern es ist halt mehr so, ja, um unsere Statuswerte einfach ein bisschen aufzubessern. Aber ich hatte schon so das Maximale an HP, was ging, und ja, auch ansonsten wüsste ich nicht, wie gesagt, was ich an anderweitigen Materie mitnehmen soll, außer die Elemente und dann halt was zum Heilen und das war's. Aber wie das Ende inszeniert wurde, fand ich echt super geil. Also hat durchgehalten bis zum letzten und dann wurde halt von den Shinra-Soldaten niedergeschossen. Ja, das war ein schöner Abschluss für seine Geschichte und schlussendlich ist er doch noch irgendwo ein Held geworden, zumindest für Cloud. Und hat im Prinzip, denke ich mal, seine Ehre bewahrt als Soldat, wie es immer so schön heißt. Genesis ging mir irgendwann mit seinem Zitaten aus diesem Loveless echt ziemlich auf den Geist und hat mir so gedacht, ey komm, jetzt gib endlich auf und stirb. Das einzige Mysteriöse, was nicht aufgelöst wurde, fand ich echt schade, ist halt, dass man gesehen hat, dass Genesis ja fortgebracht wurde in einem Hubschrauber. Keine Ahnung, was mit denen ist. Weil ich kann mich nicht erinnern, den nochmal gesehen zu haben im Hauptspiel. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber keine Ahnung. Vielleicht geht das auch ein bisschen zu deep in die Final Fantasy Lore und in der Final Fantasy 7 Lore kenne ich mich jetzt nicht wirklich gut aus. Ich bin da kein Profi drin. Also wenn, dann müsstet ihr euch andere Kanäle dazu anschauen. Aber ich bin ein Konsument der Spiele und habe durchaus meinen Spaß damit und ja, würde sagen, das war's erstmal von mir und dem Remake von Final Fantasy 7 Crisis Core. Falls ihr noch mehr, wie gesagt, Final Fantasy 7 sehen wollt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns, was Final Fantasy angeht, im Sommer wieder zu Final Fantasy 16, dem neuesten Ableger, und mal sehen, was für Final Fantasy Content dann noch bis dahin kommt. Also, macht's gut, bis dann!
name is Cloud. Soldier. First class.